Heute treffe ich Ivy Quenno und ihre Freundin Sarana. Und Ivy unterstützt unter anderem die Stiftung Gemeinsam für Afrika. Und deswegen bin ich total gespannt, was sie uns zum Thema kulturelle Vielfalt erzählen kann. Hallo. Hi. Schön, euch kennenzulernen. Hallo. Ich hoffe, ihr habt Hunger mitgebracht. Ja, ich bin nämlich richtig hungrig. Ich habe uns ja als Beilage zu den Spießen heute Süßkartoffeln vorbereitet. Die packen wir gleich auf den Grill und mit ein bisschen Sour Cream dazu. Und ich habe gedacht, du magst es gerne scharf. Möchtest du da vielleicht nochmal ein bisschen nachwürzen? Klar. Weil ich habe da bis jetzt nur Thymian und Pfeffer, ein bisschen Olivenöl dran. Ein bisschen und, Chili jetzt noch. Genau, ich glaube, das schadet nicht. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, nicht, dass ich da zu viel Nicht zu viel für mich, okay. Ja. Kommt da was raus? Es kommt auch eher so in großen Brocken. Kommt auch ja. Magst du es grundsätzlich gerne scharf? Ja, ich esse sehr viel scharf. Meine Mutter übertreibt es mit der Schärfe sogar. Also sie wirft halt irgendwie auch ganze Habaneros in ihre Suppen. Und also meint es das nicht, aber doch, bei mir ist auch immer gut scharf. Ja, wollen wir mal auf die Spieße stecken? Ich habe immer drei vorbereitet, dann einfach drehen. Genau, da habe ich so eine Barbecue-Marinade mit Honig und Chili und Sojasauce und Gewürzen und Senf vorbereitet. Ich hoffe, das ist euer Geschmack. Gut, schon wieder. Gut. Was würdest du so, wenn du grillst zu Hause, was würdest du so zu, oder grillst du überhaupt? Ich grill mit meinen Freunden. So, wenn der Sommer gerade so losgeht, dann treffen wir uns meistens im Park und grillen eine Runde. Und viel Fleisch, weil ich mit sehr vielen Jungs befreundet bin. Aber ich finde Gemüse auf dem Grill gar nicht schlecht. Und Fisch geht halt auch immer. Du hast gerade erzählt von deinen Freunden, mit denen du dann grillst. Ist dein Freundeskreis auch eher multikulturell oder sind das viele Deutsche? Oder? Wir sind sehr multikulti. Also da haben wir echt von allen Ecken irgendwie Leute am Start. Mhm. Ich komme auch von der Europaschule und da war es klar, dass irgendwie von, ich glaube, wir hatten 27 verschiedene Nationen irgendwie vertreten. Das Multikulti ist für mich, dass auch Deutsche dann mit drin sind. Und habt ihr das Gefühl irgendwie, dass man da was voneinander lernen kann? Also besonders bei mir im Freundeskreis wird sehr viel voneinander adaptiert. So. Das mischt sich da jetzt komplett so. Grundsätzlich ist es eh immer ratsam, wenn man irgendwie verschiedene Kulturen im Land hat, dass man die auch aufnimmt. So. Also es ist, ich finde, es ist nicht nur die Aufgabe der Person, die emigriert ist, also das aufzunehmen, was sie im Land halt bekommen, sondern auch andersrum, so, weil man einfach voneinander lernen kann. Ich glaube ehrlich gesagt, dass jeder von jedem was lernen könnte. Also nicht nur Deutsche von Türken oder von Ghanaern, sondern generell von Kulturen. Pünktlichkeit beispielsweise. Wow. Also, ist also kein Klischee. Ja? Also zumindest bei meinen Leuten jetzt irgendwie nicht. Nein. Ich gebe auch Murphy's Law die Schuld dafür, aber ich komme bis zu einer halben Stunde zu spät manchmal. Ah ja, das geht ja noch. Also mein Freund ist Deutscher und der kriegt das auch problemlos hin. Und fühlst du dich selbst als Deutsche? Ich fühle mich als Deutsche, aber ich fühle mich auch als Ghanaerin. Ja. So. Weil mir das schon irgendwie wichtig ist, da meine Wurzeln zu kennen und Teil davon zu sein und das vielleicht auch irgendwann meine Kinder weitergeben zu können. Ja, aber ich fühle mich schon, ich fühle mich auf jeden Fall auch deutsch. Ja. Also der Grill ist zwischen 200 und 250 Grad perfekt. Tun wir die jetzt rein. Das ist bei indirekter Hitze, das heißt, es verteilt sich jetzt schön im Deckel. Also in einer Viertelstunde gucken wir mal, ob die schon weich sind. Und dann tun wir die Spieße dazu. Oh, riecht voll nach Thymian. Das geht schnell, ne? Ja. Du engagierst dich ja unter anderem für das Projekt Gemeinsam für Afrika. Mhm. Wie ist das so? Du warst da 2014 in Äthiopien. Genau. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ja, die Leute sind sehr, sehr freundlich, sehr gastfreundlich, haben sich echt darüber gefreut, so wenn wir irgendwo aufgetaucht sind. Auch, dass man sich immer ein viel zu schlechtes Bild macht von Afrika überhaupt, weil erstens ist Afrika ein Kontinent. Ja, ja. Irgendwie das wird halt häufig vergessen. Es wird echt vergessen. Super viele Länder und noch viel, viel mehr Sprachen irgendwie existieren. Und das eben, und auch eben bei Äthiopien eines der ärmsten Ländern gehört, dass es trotzdem viel Entwicklung gibt. So. Mhm. Und dass man, dass die Leute vergessen und sich auch erst mal einschalten wollen, wenn es eine Katastrophe gibt. Aber man muss verstehen, wenn eine Katastrophe passiert, ist es auch schon zu spät. Gibt es da irgendwelche besonderen Zeremonien oder sowas? Egal, wo wir hingekommen sind, wurde uns Kaffee angeboten. Da haben sie halt irgendwie eine Kaffeezeremonie. Da wird der Kaffee, also frischer Kaffee, geröstet und dann gebraut. Und es war halt echt, also ich glaube, ich trinke eigentlich gar keinen Kaffee.
Aber das kann man auch schon machen. Das war echt sehr lecker und sehr schön. Hast du denn da was von der Reise für dich persönlich mitgenommen auch? Ja, auf jeden Fall. So, einerseits, als ich wieder in Deutschland war, dass sich Leute über so viel beklagen, also über wirklich irrelevante Sachen. Und auf der anderen Seite aber auch, dass man eben, obwohl Äthiopien zu den ärmsten, also zu den ärmeren Ländern gehört, dass sie, dass da trotzdem Entwicklung passiert und dass es sich fort, also nach vorne bewegt und dass man es vergisst und dass man auch seine eigenen Probleme irgendwie mal ein bisschen nach vorne stellt, besonders weil es uns so gut geht. Sieht gut aus. Super. So, unser Nachtisch ist auch gleich zumindest vorbereitet. Habt ihr auch schon so Hunger auf Nachtisch jetzt wie ich? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wer hat schon auf einem Grill mal gebacken? Ablecken. Mit Zitronen und Tequila meinst du, ne? Oh ja. Es war halt echt schön. Das war auch sehr lecker. Voll lecker. Und es hat richtig viel Spaß gemacht auch. Das ist schön. Ich lade euch nochmal ein. Danke. Gerne. Danke. Keine Salzschokolade. Ich bin ein bisschen im Bett zwischen euch. Ich bin von den Aliens. Weiß nicht. Und er sagt immer, mehr Zucker. Ich brauche mehr Zucker. Also ein paar Möhren? Nein.